Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit der 43. Folge Gute Zeilen, Schlechte Zeilen. Die letzte ist ja schon ein bisschen her, 11. Juni, hochgeladen. Und seitdem ist ja schon wieder eine Menge passiert. Wir sind damals gekommen bis zur Folge 245. Es geht also jetzt weiter mit der Folge 246. Da geht man nichts Böses ahnend in eine Höhle. Ich bin von der Ponderosa, da wo die Minecart-Station inzwischen Gestalt angenommen hat, ein bisschen mal in die Gegend gegangen, wo ich noch einen interessanten Höhleneingang entdeckt hatte. Und diese Höhle habe ich dann mal für euch entdeckt. Die kürzeste Minecraft-Saga geht Dutchman in eine Höhle. Dann in der Höhle da mal wirklich so einiges entdeckt. Hier sind wir noch draußen und da bereits in der Höhle unterwegs. So, mal sehen, dass er das hier auch noch mehr sieht. Genau, Lapis Lazuli haben wir gefunden. Diamanten, glaube ich, sogar. Ja, und als Höhepunkt war, glaube ich, sogar noch ein Spawner dabei. Genau, hier haben wir ihn. Ja, da seht ihr, wie ich ihn entdeckt habe. Und habe ich dann die Kisten ausgeräumt, den Spawner ausgeleuchtet, Beute gemacht und dann habe ich mich einfach senkrecht nach oben rausgebuddelt und bin direkt in der Nähe des Tagebaus rausgekommen. An der Stelle ist ja dann später der Turm mit der Minecart-Station entstanden. Ja, 481 Aufrufe diese Folge und wie viele Kommentare? Was haben wir hier? Antworten, zack, 28 Kommentare, wow, also mal wieder richtig gut kommentiert, diese Folge von euch, schauen wir mal rein. So, fangen wir, ups, doch so wenig, oh ne, ist ja doch eine ganze Latte hier, ich hatte ja in der Folge auch angesprochen, Diablo Let's Play zu machen, weil ja alle gerade Diablo 3 Let's Playen und hatte mich dazu entschlossen, Diablo selber laufen zu lassen und von den Problemen berichtet, die ich dabei habe. Inzwischen kann ich euch ja sagen, ich habe einen alten Notebook gefunden, auf dem Diablo und Fraps gerade mal so laufen. Der Haken ist, das Ding hat keine Netzwerkkarte, also als LP Together geht das leider nicht, aber die Aufnahmen laufen schon, die ersten Folgen habe ich schon im Kasten und gerendert. Diablo 2, Lord of Destruction, ist, denke ich mal, auch schon zu verbreitet oder kennt man natürlich alles. Kommt vielleicht noch. vielleicht auch sogar als Let's Play Together oder vielleicht lade ich mir dann auch da für jede Folge jemanden ein, mal gucken, die Idee lassen wir mal ein bisschen noch ruhen, aber es hat eben, Diablo 2 hat eben nicht den Reiz wie Diablo und denselben Reiz wie das ursprüngliche Diablo. Das kann ich jetzt nochmal ganz klar sagen, wo ich eingestiegen bin nochmal in Diablo 1, das ist nochmal was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Spielgefühl, was da so rüberkommt. Und besonders, wenn man das Let's Play, da kommt natürlich noch hinzu, dass es das eben auf YouTube so gut wie gar nicht gibt, das ursprüngliche Diablo. Na, war ja von 96, YouTube startete 2005 und die Let's Play-Welle brach gerade mal erst vor, naja, 2-3 Jahren los. Na, Pi mal Daumen. virtuelle Maschine, ja, alles probiert, war nix. Ja, hab ich jedenfalls nicht hingekriegt, sagen wir es mal einfach mal so rum. Hongs for Amiga gab hier den Tipp und hat auch hier wieder einen schönen großen Kommentar hinterlassen. Zack, für das Dach der Minecart-Station Sandstein habe ich dann auch eher später gemacht. Glasfenster, genau, das kommt auch richtig gut. Und sichtlichen Mini-Höhlen. Nee, da kam noch eine richtig große. dann Wiedersehen mit La Cucaracha, genau.
Da ist die Hütte am Tagebau, die Bude aus dem 500-Abo-Special. Da könnt ihr euch die Hütte als Schematic runterladen und dann in eure eigene Welt zum Beispiel runterladen. Schaut also einfach mal in der Playlist nach dem 500-Abo-Special. Das ist, glaube ich, die erste Let's Show Play Minecraft-Playlist, in der das drin ist. Oder schaut einfach mal in der. Ja, habe ich eine Playlist mit Abo-Specials? Nee, gar nicht mal. 500 Abo-Special und der großen Erkundungstour. Das müsste sowas Folge 70, rund 70, 80, sowas müsste das sein. Also in der ersten Hälfte der ersten Playlist zu meinem Let's Show Play Minecraft. Da müsste es das 500 Abo-Special geben und da findet ihr den Link zum Download des Schematic. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, ob das noch bei RapidShare gehostet ist. Falls Interesse ist, lade ich das einfach nochmal hoch. Ja. Lapis gab es schon in der 1.7, richtig. Ne, Beta 1.2, das kam später. Lapis Lazuli. Würde sagen, sowas mit 1.1.5. Als man Schafe färben konnte, da gab es dann Lapis Lazuli. Sowas größenordnungsmäßig. Ja, schön viel Beute haben wir gemacht und dann noch der Spawner oben drauf. Ja. Backpack-Mod ist so eine Sache. Ich finde es von der Inventargröße her eigentlich ganz gut, dass das halt die Größe hat, die es hat. Denn das passt recht gut, wenn das Inventar voll ist, dass man dann die Folge auch zu Ende macht oder den Höhlenausflug erstmal beendet. Ja. Also von daher, der Backpack-Mod, klar, ist natürlich eine praktische Sache, aber hat halt auch wieder dann zusätzliche Items im Spiel, dass es halt nicht mit Vanilla läuft, meine Welt. Und das ist dann eine Sache, ne, bei der Mitbauaktion müsste sich halt jeder auf den Backpack-Mod installieren oder ich müsste halt überall in meiner Welt erstmal rumlaufen und die ganzen Rucksäcke entsorgen, die ich da drin hätte. Das ist immer so eine Sache. Deswegen bleibe ich also bei Mods, mit denen die Welt auch Vanilla gespielt werden kann. Wie gesagt, zum Beispiel der Useful Recipes oder Custom Recipes Mod, den habe ich drin. Aber mit den Rezepten mache ich mir halt nur Sachen, die halt so schon in Minecraft drin sind, sodass man die Welt also auch mit der Vanilla-Version von Minecraft spielen kann, ohne irgendwelche Mods und ohne dann auf irgendwelche Probleme zu stoßen. Ja, für eine Experience-Maschine ist der Spawner dann doch relativ gut gelegen. Deswegen habe ich mich ja einfach auch mit nach oben durchgegraben, um halt die Position zu haben, wo der Spawner unter der Oberfläche ist. Ja, dass das so nah dann allerdings am Tagebau dran ist, an der Casa Cucaracha, das habe ich selber nicht geahnt. Aber das passte einfach mal gut und das habe ich ja dann auch genutzt. Ja. Hier ein Tipp für alle, ne? Hätte ziemlich lächerliche Kommentare abgegeben, wenn ich gepostet hätte, bevor ich zu Ende geguckt hätte. Daumen hoch dafür. Ja, diese Einsicht sollte geteilt werden und sich verbreiten. So, dann haben wir hier den Pixel-Baumeister. Tolles Video wie immer, danke. Bahnstation ist hier übertrieben schön, doch der Rest da ist richtig geil. Ja, Bahnstation ist, denke ich mal, doch hoffentlich ein bisschen auch wieder in deine Richtung gekommen, dass dir dir besser gefällt mit dem Sandsteindach und der Anbindung. Ja. KOP, ja, sah richtig geil aus, das Texture Pack. Allerdings gehe ich ungern wieder zu Sachen zurück, selbst wenn sie gut waren. Weil gerade bei Minecraft, gerade bei Texture Packs, gibt es so viel Neues und Schönes. Und jetzt hier mit dem Texture Pack von Maupi, das sieht auch richtig geil aus. In den aktuellen Folgen, also ab Folge 256, seht ihr schon in meiner Minecraft-Version 1.2.5 die Version von Maupis Texture Pack für Minecraft 1.3. Das funktioniert also schon. Und ich habe Maupi darauf angesprochen, wie es aussieht mit dem Download. Da sind wir am Arbeiten daran, beziehungsweise Maupi strengt sich da an, schließt sich mit Misa kurz.
Und es sieht bis jetzt soweit ganz gut aus. Bin ich mal ein bisschen unvorsichtig, das soweit schon zu sagen. Ein Problem sind zum Beispiel die Random Mobs. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Entweder lassen wir die draußen, dass also die Standard-Mobs nur dabei sind. Wir versuchen aber natürlich die schönen Zombies und Skelette und Bogenschützen und Spinnen und so weiter mit reinzukriegen noch, na, in das Texture-Pack, wenn es denn dann zum Download angeboten werden kann. Also, ja, gute Nachricht für euch, da kommt vielleicht noch was. Was haben wir hier? Wie läuft das mit der Mitbauaktion? Ist ja dann in Folge 250 alles genau erklärt worden. Ja, Hammer Höhle. Ich und Höhlen, Basti 14. Richtig, wieder mal etwas Typisches für mein Let's Showplay und meine Art, Minecraft zu spielen. Pankreatitis 5000 freut sich ja auch. Geil, da kommt man heim von der Uni, Essen ist fertig und hat schon mal das neues Video hochgeladen. Sehr schön. Ja, die letzten Folgen über die letzten Wochen konnte ich ja immer früh hochladen, sodass also spätestens ab Mittag verfügbar waren. Die kurzen Folgen sogar schon richtig zum Frühstück, weil ich hier halt immer nach Mitternacht bzw. so 4, 5 Uhr morgens den Download angestoßen habe, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte also in letzter Zeit Frühschichten. ändert sich zwar wieder, aber so lange, wie es gut geht, passt es. Nochmal zu Diablo 1. Virtuelles Laufwerk hat leider auch nicht geklappt. Lapis seit Beta 1.2, doch schon so früh? Naja. Eisen übersehen. ja. Na? Da habe ich mal einfach drauf geantwortet und dass ich nicht ein, sondern gleich drei Diamanten übersehen habe, hat er nicht mitbekommen. Einfach mal in die Kerbe reingehauen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das Video dann nochmal angesehen haben, auf der Stelle, nach der ich da. Oder an der ich da drei Diamanten übersehen habe. Also ich habe nicht mitbekommen, dass ich drei Diamanten übersehen habe. Ich habe den Spruch hier einfach nur so reingeklopft. Um ihn einfach nochmal ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, den guten Aragon 26 Ara hier. und zwei Leute haben den Gag also verstanden. Den Daumen hoch da gegeben. Ja. Ist also beim Aufnehmen und Palabern kann es durchaus schon mal passieren, dass man was übersieht. Sollte seit Gronkh eigentlich jeder Zuschauer von Let's Plays wissen, wie das da aussieht. Also von daher hast du mal Glück gehabt, ne? Ich hatte gute Laune an dem Tag. Das hätte auch mit einem Block enden können, wenn ich schlechte Laune gehabt hätte. Tagesform. Okay, Let's Game Hero meldet sich hier. Hey Dutchman, da, Diablo 1 Problem, virtuelles Laufwerk hier nochmal der Tipp. Wie gesagt, inzwischen habe ich die Lösung. Virtuelles Laufwerk funktionierte bei mir leider nicht. Ich habe sogar mein richtiges DVD-Laufwerk auf Laufwerksbuchstaben D umgeswitcht, mit erheblichem Aufwand. Klappte aber alles nicht. Ja. Hatte ich hier auch schon geschrieben. Ja, okay. Sind wir also auch durch. Wie gesagt, Diablo 1 läuft aber, da bin ich am Aufnehmen. Sandmann 889, auch Stammkommentator. Komische KI, man trifft man sie, haben sie wieder eine Chance einzutreffen. Jawohl. Bei 34,48 hat er sich erschreckt. Müsste man mal gucken, was da genau los war. Ja, Höhlen und ich. No. Aber wie ich schon sagte, man muss einfach nur auf seiner Karte mal ein bisschen umherlaufen und ein bisschen gucken, dann findet man auf jeder Karte auch große Höhlen. Das kann mir keiner erzählen. Ich habe das mit allen Weltengeneratoren bisher durch, von der Beta 1.1 bis jetzt zur aktuellen 1.2.5. Ich habe immer Höhlen gefunden, ja, wisst ihr. Und das findet ihr auch in euren Minecraft-Welten, wenn ihr da einfach mal ein bisschen rumlauft. Und die Gegend erkundet, neue Chunks und dann zack geht das da los. Ja. Mit der vielen Kohle könnte man bestimmt ein Haus bauen. Ja, das ist wäre so eine Sache, wenn man aus der Kohle, wenn man die abbaut, kriegt man ja Kohle aus dem Kohlenerz, wenn man jetzt mit einem Stück Kohle und Schönstein,
Wenn man da wieder einen Block Kohlenerz machen könnte. Das wäre ein Rezept für den Custom Recipes. Merke ich mir mal. Danke für die Idee hier, dass man also die Erze wieder baut. Beste Höhlentour, die ich je gesehen habe. Dickes Danke. Da kommt selbst Gronkh nicht mit. Ja, der hat halt auch einen anderen Schwerpunkt, ne? Muss man ganz klar sagen. Also Vergleiche mit zwischen meinem Let's Showplay und Gronkh in allen Ehren. Wir machen aber doch zwei recht verschiedene Sachen in Minecraft. Und genau, wir haben es ja gerade Samstagnacht, 2 Uhr morgens, als ich hier die Aufnahme mache. Ich habe den Livestream von den beiden diese Woche leider verpasst. Ich bin Freitag von Arbeit nach Hause gekommen und hab mich einfach hingehauen. Dachte mir, machst du mal ein kleines Nickerchen, ne? Pack mich so um 6 ein bisschen hin. Dann werde ich wach um Mitternacht. Ja. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich hier früh morgens um 2 Uhr aufnehme. So ist das, so kommt das. Zwar nicht immer so, kommt aber immer wieder mal vor. Macht aber nichts. Ich weiß nicht, ob Vista ein Flop ist. Bei mir läuft's. Ja. Ja. Ah, was haben wir hier? Spam? Das ist doch kein Spam, Leute. Wer hat denn das als Spam gekennzeichnet? Was soll denn das? Das ist kein Spam. So. Der ist doch zum Video. Es ist zwar nicht der alte Weltengenerator, die hier, der, doch, das ist ja, diese Chunks sind ja noch erzeugt worden, als ich in Folge 70 war. Und da war, glaube ich, noch entweder 1.0 oder irgendeine Beta. Als diese Chunks erzeugt wurden. Ich glaube, Beta 1.7, genau, und bevor mit der Beta 1.8 die Schluchten kamen, habe ich dieses ganze Gebiet erkundet. Also, die Ecken hier sind noch aus der Beta 1.7 mit dem Weltengenerator. Also hat er da durchaus recht. Ist ein richtiger Top-Kommentar hier zu dem Video. Deswegen da auch einfach mal einen Daumen hoch. Jo, soweit Folge 246. 247 ging es dann an derselben Stelle weiter. Was fängt man mit einem Spawner an? Man macht eine Minecart-Station draus. Da habe ich also angefangen, an der Stelle mich hochzubauen und oben das dann aufzubauen. Hier haben wir noch ein paar nächtliche Jagdszenen, genau, und da entsteht also der Turm. Hier bewusst gewählt die Materialkombination schwarze Wolle und was ist das? Nether Bricks. Ah, weil der halt auch schön düster aussehen sollte. Da bauen wir auch gerade das Schwimmbecken ein bisschen aus. Sind wir nochmal zurück. Wahrscheinlich auf Materialsuche. Mehr Jagdszenen. Und da geht's weiter. Da wird weiter gebaut. Genau. Ja. Kürbislaternen drin. Sind ja bei mir Pflicht in jedem Gebäude. Und nochmal Material geholt. Und mit Ziegeln hier dann schon die erste Etage ausgebaut am Dach. Wunderbar. Metalltüren drin. Alles soweit. Schön, jawohl. 739 Aufrufe. Wow. Ich weiß nicht, warum die Folge davor relativ wenig hatte. 500 knapp. No, hier knapp 750. Ist fast die Hälfte mehr. Obwohl es mit 1,5 Stunden echte Überlänge ist. Die Folge 247. Ja, aber schauen wir mal weiter in die Kommentare. Antworten. Genau, da haben wir auch das Let's Answer 05 von Victor dabei. Auch immer ein Reinhören wert. So, 19 Kommentare allerdings nur. Also, 1,5 mal so viele Views, aber weniger Kommentare. Schauen wir mal durch, was euch da so beschäftigt hat. Mr. Lowell, cool, gutes Video wie immer. Danke. Bloß kann ich mir mit der Trasse an der Farm noch nicht ganz vorstellen. Das ist ja inzwischen weitergebaut. Ja, YouTube-Bearbeitungszeit so lang, das liegt nicht an YouTube, sondern an HD. Das ist einfach so aufwendig, die Videos halt dafür vorzubereiten. Ne? Wenn ich in 360p hochladen würde, peng, wäre das alles kein Problem. Nur würde bei weitem natürlich nicht so gut aussehen. Ja, Aragorn, 26 Jahre, fährt in den Urlaub, hat hoffentlich inzwischen dann auch nachgeholt. Ich hoffe,
Urlaub war schön, inzwischen 14 Tage solltest du ja wieder vielleicht zu Hause sein, es sei denn, du bist 3 Wochen oder länger unterwegs. The Legendary Extreme, ich denke mal, wir bauen alle was. Und er sucht sich dann die besten Gebäude raus. Mitbauaktion wurde wieder nachgefragt. Ich sollte vielleicht mal nach Konversation sortieren, dass wir hier den Zusammenhang haben. Jawohl, das sieht doch schon mal besser aus. Keylord, gutes Let's Showplay von mich jedes Mal auf die Folgen. Danke. Ja, bei der Mitbauaktion darf jeder mitmachen. Ja. Und im Prinzip ist es da schon hier richtig erklärt von The Legendary Extreme. Ihr baut was und ich schaue mir das dann an und schaue mir die besten Gebäude aus, beziehungsweise was halt am besten zusammenpasst. Ja. Und ich hatte es ja auch in der Folge 250 zur Mitbauaktion erklärt, dass das notwendigerweise ungerecht und unfair sein wird, weil ich einfach da die Entscheidung treffe, was mir am besten gefällt, was mir so am besten zusammenpasst. Ja. So, wen haben wir hier? Hongs for Amiga meldet sich wieder mit einem mehrteiligen Kommentar. Sehr schön. Beim Ausbau des Spawners könnten die Zombies kommen. Ja. Also den Spawnbereich unten will ich jetzt noch nicht umbauen, nur damit er gut aussieht. Da habe ich noch an viel zu vielen anderen Stellen viel zu viel Wichtigeres zu tun. Ich denke mal nur an die Kogge, die ich hier schon seit 150 Folgen mindestens vor mir her schiebe. Ne? Auch der Korvettenbauplatz, da habe ich mir ja nur bisher Material hingesetzt. Da muss ich auch irgendwann mal anfangen. Schon zumindest da auch, dass ich dann da die Minecart-Strecken zusammenführen kann. Dass ich dann auch eine Minecart-Verbindung habe. Vom Berberdorf, von der Minecart-Station am Berberdorf über den Korvettenbauplatz Richtung Sushi Island. Dass ich da die Verbindung habe. Schauen wir mal, das was und wie sich das ergibt. Den Enchantment-Table in der Casa Cucaracha habe ich mir einfach auf Vorrat gebaut. Der steht ja jetzt in der Minecart-Station. Ne? Natürlich, Glowstone, jawohl. No. Ja, die Kürbisse, als ich bei Kalturio auf dem Server war, zu Gast. Bei Kalturio hießen die Folgen ja bei mir. Da war ich ein paar Mal nochmal später drauf, so offline, also ohne aufzuzeichnen. Und ja, hab die Welt da abgeklappert und einfach keine Kürbisse gefunden. Ich dachte, mich hackt's. Ja. Aber inzwischen wissen wir ja auch, in den neuen Chunks findet man wieder Kürbisse. Das passt also soweit wieder. Wenn die Minecart-Strecke ebenerdig führst, wird da einiges an Aufwand erforderlich sein, Mob sicher zu machen. Ja, werden wir schauen, das was und wie sich das da ergibt. Ja, bloß der Bahnhof, der ist einfach ebenerdig. Punkt. Ja. Wie ich dann die Strecke mobsicher mache, werden wir sehen. Da wird halt einfach wahrscheinlich weiträumig ausgeleuchtet. Ja. Jedenfalls gefällt mir der Stil der Minecart-Station am Tagebau, wie sie bisher aussieht. Hat irgendwie so einen Rotlichtstil? Hä? Das kann ich jetzt irgendwie nicht so nachvollziehen, wie du da auf Rotlicht kommst, aber okay. Enchantment Table würde ich auch noch untersockeln. Ja, kam dann ja auch noch. Und endlich mal eine Session in angemessener Überlänge, 1,5 Stunden. Und ich krieg nicht mal 3 Folgekommentare voll. Ich glaube, es hackt. Kommt schon, liegt alles am Wetter. Honks. Ja, also da keine Panik. Ne? Chris03LP meldet sich hier. Punkt 10 Uhr in Bayern. Trotz Ferien darf ich ein nettes Französisch-Referat machen. Aha, Französisch meine erste Fremdsprache in der Schule. Ich habe also nicht mit Englisch angefangen in der 5. Klasse, sondern mit Französisch. Ja, kleiner Fakt aus meinem Leben. Oh, meine Folge ist wichtiger als ein Französisch-Referat. Vorsicht! Ja, da muss ich mal den mahnenden Zeigefinger erheben. Leute, Schule geht vor. Diese Chance mit Schule habt ihr später nie wieder, dass jemand euch kostenlos für euch sich hinstellt und euch Sachen erklärt und beibringt. Ja, außer Deutsch, meiner Muttersprache natürlich, spreche ich recht gut Englisch, was ich als zweite Fremdsprache in der Schule gehabt habe.
Französisch sind nur noch ein paar Brocken da. Durch Trackmania ist das so ein ganz, ganz kleines bisschen frisch gehalten worden, weil in Trackmania die französische Community natürlich sehr stark ist. Das Spiel kommt immerhin aus Frankreich. Aber ich müsste wirklich wieder ins Sprechen reinkommen. Ja, also ein paar Brocken sind sicherlich noch da. Ja, Französisch. Aber Englisch spreche ich eigentlich fast fließend. Und das ist natürlich wesentlich besser. Außerdem, gut, dadurch, dass ich viel in Dänemark Urlaub gemacht habe, sind halt auch noch so ein paar Brocken Dänisch dabei. Nicht unbedingt genug, um eine Konversation zu machen, aber um halt den Leuten zu zeigen, wenn man mal in Dänemark ist oder irgendwo in Skandinavien, dass man sich halt Mühe gibt. Das wird ja immer gern gesehen und hilft einfach so ein bisschen. Dafür reicht es dann, dass man so ein paar Brocken, dann kann das, was weiß ich, dass man sich begrüßen kann, verabschieden kann, bitte, danke und so eine Sachen. No? Tipp für den Urlaub: Lernt so ein paar Brocken einfach, wenn ihr irgendwo im Ausland in Urlaub seid. Das hilft immer weiter. Ja? Einfach, weil man zeigt, dass man sich da ein bisschen Mühe gibt und das wird dann auch häufig anerkannt. Ja, ansonsten freut er sich auch schon auf die Mitbauaktion. Bevor er sinnlose Fragen stellt, wartet er Folge 250 ab. Daumen hoch dafür! Das ist die Einstellung, die ich von euch sehen will. Mehr davon. Creeper, mein Feind und Lot. Die laufenden TNT-Fässer. Ja. Sehr gute Folge wieder mal wieder. Sehr schöner Kommentar. Danke dafür. Sandmann 889. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Ja, ich bin, glaube ich, in der Folge ziemlich viel hin und her gerannt. Machst deine Sache ziemlich gut. Schöne Bauaktionen zwischendurch, leichte Gefechte. Ja, die Mischung scheint dann aber doch für euch gestimmt zu haben und über die anderthalb Stunden da hindurch getragen zu haben. Freut mich, dass das so geklappt hat. Doc Ready meldet sich hier. Auch ein langjähriger Zuschauer, möchte ich fast sagen, bei mir. Bist ja auch schon sehr lange dabei. Spawner konnten Zombies spawnen, weil zwei Spawner selbst ausgeleuchtet, aber die Brandbereiche dunkler waren. Ja, das ist ein Zombie-Spawner. Da spawnen halt Zombies. Aber mir ist da auch schon mal ein Creeper. Den meinst du wohl, der da gespawnt ist. Klar, in dem Raum, dunklen Raum spawnt da natürlich auch alles andere. Zombie ist mir da schon mal begegnet. Skelette waren auch dabei und so. Also klar, ist halt eine dunkle Höhle. Deswegen spawnt da auch einiges anderes. No Destiny TV meldet sich hier auch nochmal wieder zu Wort. Schöne Folge. Auf GameStar wird direkt direkt Werbung für mich gemacht. Ja, ist mir relativ schnell eingefallen. Ne? Let's Rock Minecraft sind ja über das GameStar-Netzwerk gepartnert. Hier nochmal herzliche Glückwünsche von mir. Und haben halt in einer ihrer Folgen kurz über mich, mein Kanal und mich gesprochen. Der Esel nennt sich immer zuerst. Also über meinen Kanal und mich haben sie kurz gesprochen. Das war bei mir die Folge 238 oder der Tag, an dem ich die Folge 238 veröffentlicht hatte vom Let's Showplay. Und ja, kam auch richtig was gut rüber an zusätzlichen Zuschauern. Ich hoffe, wer sich damals entschlossen hat, bei mir das Let's Showplay weiter zu verfolgen, ist auch immer noch dabei. So um die 70 Abonnenten sind an demselben Tag noch dazugekommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und habt euch inzwischen hier eingelebt. Ja, Let's Rock Minecraft habe ich schon recht früh entdeckt, als sie hier ihre Minecraft Crips Videos gemacht haben, so die ersten Sachen, die sie hochgeladen haben. Und da bin ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen stolz auf mich, dass ich die Jungs entdeckt habe. Ich habe sie auch dann bei mir natürlich vorgestellt, da die selber gerade mal so um die 100, 200, 300 Abonnenten, so größenordnungsmäßig, aber, ne? Ja, soweit reicht das also zurück, ne? Jawohl, Anton Uhlmann wird morgen nachgeholt, schaut die Folge dann zu Ende. Jawohl, Bücher über dem Enchantment Table bringen nichts. Macht nichts, sieht aber gut aus. Wenn ich die laufenden Projekte abgeschlossen hast.
Laufende Projekte. Ich weiß gar nicht, wie lang die Liste ist, was hier in meiner Let's Show Play Welt alles an Projekten läuft. Vielleicht sollte man da mal auch so einen Überblick machen. Das sind mindestens ein Dutzend Punkte, die ich da noch offen habe, wo ich was machen möchte. Ja. Der Dschungel ist genau in der Nähe von Sweetwater, südlich davon, genauer gesagt. Ne? Da sieht man schon auf der Karte, ist ein Dschungelbiom. Inzwischen habe ich aber ja noch ein anderes entdeckt und habe sogar Katzen gezähmt. Ja, Klassiker. Ne? Wie machst du diese Overview-Map? Toolbox-Playlist, erstes Video. Danke. Ey, schön, dass sich da auch mal jemand bedankt. Inzwischen in den anderen Folgen, seit Folge 250, ist immer noch mal nachgefragt worden, wie ich diese Map mache. Ich weiß es nicht, Leute. Schaut einfach Folgen zurück, lest die Kommentare, was soll der Scheiß. Wenn ihr einen schlechten Tag bei mir erwischt und ich lese diese Frage und sie ist in den letzten zwei, drei Videos entweder in der Beschreibung oder in den Kommentaren beantwortet worden. Wenn ich einen schlechten Tag habe, kann das sein, dass ich dann einfach einen Block raushaue. Tut mir leid, aber ja, da kriege ich unter Umständen dicken Hals. Ja. Egal. Bevor wir mit Folge 248 weitermachen, genehmige ich mir einfach mal ein kurzes Päuschen. So, da bin ich wieder. Ich hatte eigentlich die Aufnahme schon komplett fertig bis einschließlich Folge 249 und habe beim Kontrollieren dann gesehen, dass er hier ab Folge 247, wo ich das Päuschen gemacht habe, einfach mal den Ton nicht mehr richtig aufgezeichnet hat. Klasse. Gehen wir es also einfach nochmal an. Folge 248, die zweite. Mal sehen, ob ich das nochmal so gut hinkriege. Schauen wir einfach mal, wie ich mich hier an den Kommentaren entlang hangle. Ja, knapp 600 Views, eine Stunde Laufzeit, 20 Kommentare, sehr schön soweit. ach ja, hier. Genau. Sind wir gerade beim Thema. Du musst mehr trinken, dann hustest du nicht immer. Kleiner Tipp, kleiner Fakt. Ich trinke an Sommertagen, so wie wir sie gerade jetzt haben oder hatten am Freitag, 3 bis 4 Liter am Tag. Ja, das hat mit dem Husten nichts zu tun. Das kommt einfach vom Rauchen und einfach auch durch das Alter, denke ich mal. Ja, also mehr trinken, viel mehr geht da nicht mehr. Ja. Sandmann, und ich habe halt hier auch schon, Momentchen mal, wann habe ich die Aufnahme gestartet? So 1, halb 2 morgens, kurz nach Mitternacht, Pi mal Daumen. Und jetzt haben wir es kurz vor 4. Also, ich habe hier schon 3, 4 Stunden geredet. Ja, das ist mal auch mit in Betracht gezogen. Ja, das sind halt so die Sachen, die ihr nicht so unbedingt mitbekommen. Weiter. Sandmann 889, Käffchen dabei, Dutchman gucken. Wunderbar. Coole Bleifahrglasung, fehlt nur noch, dass man die patinieren kann. Ja, das ist natürlich eine Sache, dass in Mopis Texture Pack die Glasscheiben und die Glasblöcke halt nochmal so ein bisschen strukturiert sind, mit so einem Rahmen drin. Bleifahrglasung hat er es hier genannt, passt auch ganz gut und sieht da natürlich dann gut aus, wenn man die Sachen so aneinander setzt. Finde ich auch, gefällt mir sehr gut. Stunde aufnehmen vergeht wie im Flug, finde ich. Ja, ist mir gerade auch so passiert und dann gab es eine Bruchlandung. Macht nichts, müssen wir halt einfach nochmal ran. Vorteil an langen Folgen, man kann sich einfach zurücklehnen. Genau, sehr schön. Dann Hongs for Amiga. Jetzt können wir den Kommentar in der richtigen Folge mal abarbeiten. Ist auch wieder so ein super Teil hier. Bahnhof am Porno Rosa.
nimmt ja langsam Neptuns Dank-Dimension an. Da meinst du dann den Bahnhof in Sweetwater, weil die Station an der Ponderosa, das ist ja einfach nur der Anschluss da an die, oder der Zugang einfach zu zwei Gleisen. Einmal unten im Keller und einmal oben drauf. Drei Gleise sind schon da. Es werden wahrscheinlich sechs Gleise und es wird ein Kopfbahnhof werden. Ja. Coole Lösung für die Enchanting-Ecke mit den durchscheinenden Bücherregalen. Bringt wieder Akzente. Ich nehme an, du meinst den Glowstone unten drunter. Da müssen wir nochmal gucken. Wenn du nicht mit dem Glaskäfig gekommen wärst, dann hätte ich hier eine Pistenglastür. Ja, wie du es schon in Eudong gemacht hast, das werde ich übrigens übernehmen. Ja. Langweiligen Cleanstone durch die Slabs, das ist die Poolumrandung. Sehen richtig gut aus. Ja, Dirt auf Glas oder Glas auf Dirt passt nicht, das wird noch ersetzt oder wurde noch ersetzt. Sieht dann auch richtig schön aus. Mein Wintergarten mit Pool. Ne? Bilder, klar, ist immer ein Kampf. Da hatte ich auch angesprochen, als ich den Kommentar das erste Mal aufgenommen habe. Ein Mod, mit dem man noch mehr Bilder zur Auswahl hat. Und da wird das Problem wahrscheinlich noch größer, dass man sich da den Wolf klickt, bis dann man das passende Bild hat. Für 1x1-Bilder hast du hier einen schönen Tipp gegeben, dass man halt drumherum oder einfach ein bisschen Erde drumherum klatscht, dass man wirklich nur 1x1-Feld an der Wand frei hat. Dann kommen da natürlich auch die passenden Bilder rein. Und die großen Bilder, was weiß ich, 1x2, 2x1, 2x2 etc., werden dann gar nicht angeboten. Ne? Da kann man die Auswahl schon ein bisschen einschränken. Dann genau die schöne Stelle, als ich über die Comics gesprochen habe und gesagt habe, das ganze Material dazu ist ja noch da, was ich in Singles gemacht habe. Und genau in dem Moment gehen mir die Ziegelslabs aus. Schöner Moment, ja, aber rein zufällig so passiert. Ich hoffe, möglichst viele andere haben das genauso mitgekriegt. Diese Koinzidenz, zufälliges Zusammentreffen, haben wir wieder mal was gelernt. Ja, war reiner Zufall, dass das so aufeinander trifft, war nicht geplant. Gitterzaun, freie Stelle. Ja, wenn er so frei rumhängt, aber ob ich dann darunter nochmal das mache, dass also der Kasten dann richtig abgeschlossen ist, das geht glaube ich gar nicht so richtig, weil ich dann in die Kürbislaternen reinhauen würde. Die Eisengitter. Ja, sehe auch schlecht aus. Dann lieber so frei schweben lassen. Ja. Zierelemente in den Ecken, genau, dass ich da die Eisenstäbe reingesetzt habe, hatte ich schon mal in Eudong und vor Eudong auch schon mal, sagst du, bei irgendeiner Minecart-Station an der Designhöhle. Kann sein, genau, da habe ich. Muss man mal gucken. Könnt ihr ja alle, ihr habt ja die Welt zum Download. Ja. Zierpflanze, ja. TV-Screen sieht man natürlich nicht mehr das Gitter dahinter. Ja. Und das Rezept für die Jukebox, das benutze ich so selten, weil ich halt erstens mal recht selten Jukeboxen platziere und wenn, dann hole ich mir da eine aus meinem Lager bei Neptuns Dank. Ja. Dann Comics, liest du gerade? Dauert natürlich länger das Lesen als zum Beispiel eben ein Video zu gucken. Klar, da kann man nichts nebenher tun. Da ist man nämlich voll oft mit dem Lesen beschäftigt. Und da habe ich in der ersten Aufnahme nochmal ein interessantes Thema angesprochen, was ich glaube ich auch in der Folge Wurzeln der Kreativität angesprochen habe. Einerseits beim Lesen muss ich mir natürlich Charaktere, Schauplätze und so weiter alles vorstellen nochmal. Ja, das übt natürlich die Vorstellungskraft und die Kreativität und das ist halt auch eine Sache, die ich an älteren Computerspielen mag, beziehungsweise was dort eine Eigenschaft ist, dass eben, weil die Grafik ja nicht alles bieten kann, man eben auch selber sich nochmal viel dazu vorstellen musste oder konnte. Beispiel hier zum Beispiel Herrscher der Meere spiele ich ja nur auf, oder spielt man ja nur auf der Übersichtskarte, oder fast nur, und dann aber während der Gefechte und so weiter, da das Knarren der Holzdecks und das Flappen der Segel, das muss man sich dann schon vorstellen.
Ja, oder wie man halt dann so an so eine Festung heransegelt, wie das aussehen würde, wenn man es vom Deck eines der angreifenden Schiffe beobachtet, ne? Oder die Schiffsschlachten halt. Ja, das kann und sollte man sich auch ruhig im Kopf richtig nochmal ausmalen. Das trainiert, wie gesagt, diese Vorstellungsgabe, diese Kreativität, die euch ja an meiner Welt so gefällt, an meinem Baustil auch. Ja. Und das ist halt bei aktuellen Spielen mit der tollen Grafik und so weiter und auch bei Filmen ist es genauso. Da kriege ich ja halt schon alles vorgeliefert. Ich brauche mir das nur angucken und habe quasi das komplette Erlebnis dann schon richtig auf dem Silbertablett serviert. Während halt bei älteren Spielen und bei Büchern muss ich da eben selber noch was tun dran. Ne? Und wenn ich jetzt nur, ja, ich sag mal, Filme konsumiere und aktuelle Spiele, dann wird dieser Teil meiner Vorstellungskraft und Kreativität, der wird einfach nicht trainiert. Das ist es, ne? Übung macht den Meister. Und Training macht den Weltmeister. Oder Europameister, um mal auf einen aktuellen wunden Punkt drauf zu hauen, ne? Spielt Deutschland gegen Italien. Finale der EM war ja gerade am Donnerstag. Ne? Ja, aber das ist nochmal ein Punkt, den ich hier einfach so nochmal ansprechen konnte. Danke dafür und ich warte natürlich auf deine ausführlichen Kommentare hier zu den Comics. Nicht nur von Hongs for Amiga, sondern auch für euch. Ne? Schreibt das ruhig in die Folgen rein, in die Pfingst-Extras. Da habe ich ja die Comics vorgestellt und zum Download angeboten. Da kommt dann vielleicht auch nochmal genug Material zusammen für ein eigenes gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja. So, dann schauen wir hier weiter. Ja, ist klar, wissen wir. Und ja, hier Pixelarchitekt meldet sich auch mal wieder. Schön, wenn man wieder eine Folge Zeit hat, eine schöne Folge Dutchman zu gucken. Jawohl, danke dafür. Die Leuchtkürbisse, die haben es mir tatsächlich angetan, hängt einfach damit zusammen, dass sie in der Beta 1.1 neben Fackeln die einzige Leuchtquelle waren, die man hatte, wenn man nicht in den Nether reingegangen ist. Ich bin ja sehr spät erst in den Nether reingegangen, um da Glowstone abzubauen. Hatte natürlich schon vorher Glowstones aus den Mitbauaktionen. Ne? Aber wie gesagt, als ich angefangen habe, waren halt die Leuchtkürbisse so die einzige andere Lichtquelle außer den Fackeln. Und da ich halt immer Abwechslung drin haben wollte, haben die es mir halt so angetan, dass ich halt in jedem Bau mindestens irgendwo eine Kürbislaterne drin habe. Und mittlerweile setze ich die auch ja noch weiter ein. Legendary Extreme meldet sich hier. Finde, du bist ein echt guter LPer. Danke. Gebäude sind nicht so ein Mainstream-Scheiß, richtig, aber auch keine Klötze. Danke auch dafür. Liegt halt einfach daran, dass ich ja relativ lange schon meine Welt spiele und ja halt auch gerne dadurch immer oder einen recht großen Drang zur Abwechslung habe. Ich mich halt beim Bauen oder bei den Ideen fürs Bauen, da habe ich in der ersten Aufnahme zu diesem Kommentar auch recht lange drüber gesprochen, deswegen hake ich doch nochmal so ein. Ja, liegt auch daran, dass ich mich immer von der Landschaft inspirieren lasse, was also den Baustil oder die Gestaltung der Gebäude so angeht. Ja, schönes Beispiel eben gerade die Ponte Rosa, da gab es ja am Anfang diesen Überhang oder Durchgang fast und da wusste ich, da will ich irgendwas bauen, den will ich da ausnutzen und so entstand halt Ponte Rosa in der Form, wie sie jetzt da ist. An anderen Stellen war das ähnlich. Richtig tolles Beispiel dafür ist das Berberdorf. Ja, da habe ich ja diese große Sandbucht gehabt und ja, das ergab sich einfach aus der Lage, dass ich da was machen will, wo die Häuser halt so in die Sanddünen hineingebaut sind.
Und dann halt die Idee, ja, Wüste, Berber, die Brücke schlägt sich bei mir halt relativ leicht. Das ist halt eine Sache der Allgemeinbildung, und des Alters und halt des vielen Lesens, ja, dass ich dann halt auf so eine Ideen komme, wie mit dem Berberdorf eben, und das halt auch so umsetzen kann. Ja. Ich hatte es ja auch schon mal angesprochen in der Folge Wurzeln der Kreativität, wo ich so meine Inspiration herbekomme, wo das herkommt und wie bei mir halt eben das so trainiert ist. Einmal durch das Alter natürlich, zum anderen dadurch, dass ich eben unheimlich viel gelesen habe und ja, einfach viel mehr habe, was mir so einfallen kann. Weil aus dem Nichts heraus kommt man ja selten auf eine Idee, sondern es muss immer was da sein, was angeregt werden kann als Vorstellung, als Bild. Ja, also wenn man zum Beispiel vorher noch nie was von Berbern gehört hat oder von Leuten, die in der Wüste leben, und mit den Zelten und so weiter, dann wäre man an dieser Stelle mit der Sandbucht garantiert nicht auf die Idee gekommen, da eben sowas zu machen, wie ich mit dem Berberdorf gemacht habe. Ja. Das soweit dazu. Dann haben wir hier Simstoni, Kopfbahnhöfe in Deutschland. Weiß ich, dass es welche gibt. Ja, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in München. Ja. Aber sie sind halt recht selten und die neueren Bahnhöfe sind alles Durchgangsbahnhöfe. Ja. Dann haben wir hier noch, jawohl, Obi-Wan Kenobi, schöner Turm. Ich hatte ja wohl mal gesagt, dass ich also nie so einen klassischen Verzaubererturm bauen werde. Das waren so die Folgen, als ich das Enchantment Table im Creeper Memorial gebaut habe. Habe ich ja gesagt, nö, also einer reicht mir eigentlich an einer Stelle in meiner Welt. Da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich nie so einen klassischen Zaubererturm bauen werde, weil dann natürlich gleich die Anregung kam, bau doch die Enchantment Tables überall hin. Ja, jetzt habe ich hier natürlich einen Turm mit Enchantment Table und das ist natürlich, zack, so per klassischem Minecraft-Etikett ein Verzaubererturm. Aber jetzt frage ich euch mal, wie viele Verzauberertürme habt ihr in anderen Minecraft-Welten, in anderen Let's Plays gesehen, die erstens unten eine Wohnetage haben mit Wintergarten und Swimmingpool, die eine XP-Farm im Keller haben und oben auf dem Dach eine Minecart-Station? Nicht viele, möchte ich wetten. Ja? Wenn nicht sogar überhaupt keine. Also von daher, wenn schon. Zauber, wenn ihr das Ding schon als Verzaubererturm etikettieren wollt, dann ist das doch ganz klassisch auf meine Art ein ganz besonderer Verzaubererturm, den es so nirgendwo anders gibt. Ja. Nicht nur von der Bauart her, wie gesagt, Minecart-Station auf dem Dach, XP-Maschine im Keller, ja, Wintergarten mit Swimmingpool, sondern auch von der Materialkombination her. Ne? Die schwarze Wolle und Netherbricks. Hat, glaube ich, auch kaum einer für seinen Verzauberturm gewählt. Ne? Klassischerweise baut man die ja mit Cobblestone und Holz. Ja. Ist auch so eine Sache, wie man darauf kommt, was Eigenes zu machen. Hier nochmal zurück zu deine Gebäude sind nicht so ein Mainstream. Ja, okay. Also nicht der Standard. Man guckt sich einfach an, was ist der Standard, und dann macht man einfach was anderes. Ne? Wie gesagt, klassische Materialkombination, Cobblestone und Holz. Ob nun Bretter oder Stämme, ist da nicht mehr so der Unterschied. Und welche Holzsorte man benutzt, sondern dass man da einfach andere Materialkombinationen nimmt. Und ich bin hier halt gekommen auf schwarze Wolle und Netherbricks. So, weiter, Folge 249, der letzte Countdown, die letzte Folge vor der Mitbauaktion. Haben wir hier
50 Minuten lang, genau, da hatte ich einmal einen kurzen Spaziergang durch die Welt und dann noch ein Stück von der Bausession am Günther von Leuchtturm mit dran, weil ich frei über bestimmtes Thema sprechen wollte. 550 Aufrufe knapp, sehr schön. 33 Kommentare. Da habe ich euch richtig angeregt. Das finde ich klasse. War aber auch was Besonderes. Na, natürlich. Nicht nur, weil es die letzte Folge vor der Mitbauaktion war, sondern ich hatte da auch wieder richtig schöne Themen am Start. Ja. Mr. X, Daba, nur mach mal. Okay. Mr. XD, aber nur manchmal. Nur mach mal. Manchmal sollte das wahrscheinlich heißen, ne? Freut sich einfach nur auf Samstag. Da sollte dann die Folge 250 hochgeladen werden. Minecraft Let's Play. Dann Let's Game Hero hat hier einen wichtigen Punkt angesprochen für die Mitbauaktion. Nämlich das Texture Pack. Wenn ich eure Bauten in meine Welt übernehme, dann werden die natürlich mit meinem Texture Pack dargestellt. Also aktuell dem Texture Pack von Maupi, was ich hier verwende. Hatte ich schon erwähnt, dass es das eventuell zum Download geben wird? Doch, weil ihr euch so viel und lobend darüber geäußert habt. Kümmert sich Maupi drum, versucht da mit Misa zu klären, dass wir das doch zum Download anbieten können. Mal sehen, was draus wird. Ob es klappt, ihr werdet es ja auf jeden Fall erfahren. Aber zurück zur Mitbauaktion. Entschuldigung. Also, wenn ich eure Bauten dann in meine Welt übernehme, werden sie natürlich in meinem Texture Pack dargestellt. Und das Texture Pack trägt ja auch zum Teil zu der Wirkung bei, wie das Gebäude halt eben aussieht. Und den Punkt hat hier Let's Game Hero angesprochen. Wichtiger Punkt, dickes Danke einfach mal dafür. Zack, mit dem Daumen hoch. Einfach mal. Und da eben das Texture Pack auf Misas Texture Pack basiert, ist eben meine Empfehlung, dass ihr, wenn ihr eine Vorstellung haben wollt davon, wie das, wie eure Gebäude in meiner Welt aussehen, dass ihr das dann eben auch mit Misas Texture Pack euch einfach anguckt. Ja, jawohl, da haben dann auch noch Minecraft und ja, Minecraft hat es dann noch was beigesteuert, sehr schön. Ja, du hast Countdown falsch geschrieben. Das Schöne ist, Countdown ist inzwischen korrigiert, dein Kommentar steht aber immer noch da. Ja, und dann hier meine klassische Antwort. schade, dass er halt zum Video selber nichts zu sagen hat. The Famy Boy, wenn ich das hier richtig lese. Ja, und ihr seht auch, ich verschreibe mich hier manchmal. Ja, aber hier, da haben einige das so verstanden, wie ich es gemeint habe. Sehr schön. Was haben wir hier weiter? Zulangs 11 meldet sich auch mal wieder zu Wort, erfreulicherweise zu dem Thema Rainer Schauder. Richtig, ich hatte ja im Video viel über Rainer Schauder gesprochen und ihn auch euch ausdrücklich empfohlen. Und speziell habe ich gesprochen über das Rainer Schauder spielt 100, wo er so seine Kanalgeschichte mal richtig schön zusammengefasst hat. zu lang ist 11. Ja, äußert sich auch hier dazu, was wie er so Rainer Schauder sieht, pro seinen Einsatz zum Thema Gamescon. Das ist also die sagenhafte RTL-Explosiv-Affäre. Ja, da spricht er viel darüber, weil das natürlich für seinen Kanal ja, ein wichtiges Ereignis war, was ihn da so einfach überrollt hat und was ihm also auch mächtig zu schaffen gemacht hat, diese plötzliche Aufmerksamkeit, dieser plötzliche Ruhm und mit was für irrationalen Forderungen und Erwartungen da auf einmal die Leute an ihn herantraten. Da spricht er sehr viel darüber in seinem Rainer Schauder spielt 100. Und ja, die Spielevorstellung, seine Präsentation ist natürlich was ganz Besonderes. Mit viel Liebe, viel Sachverstand stellt er da die Spiele vor, präsentiert sie. Das ist also auf jeden Fall ein Blick wert. Auch wenn man sich
selber für die Spiele nicht interessiert oder gar nicht die Möglichkeit hat, die Spiele zu spielen, weil man, wie zum Beispiel ich, eben keine Konsole hat, oder wenn man, auch wenn man sich überhaupt für das Genre nicht interessiert, finde ich seine reine Schau des Spiels wirklich trotzdem interessant. Einfach die Art und Weise, wie er die Spiele da vorstellt. Ja. Was Zulangs hier als Kontra sieht, einmal Alkohol auf YouTube, sein Biercounter, beziehungsweise dass er eben einfach mal während seiner Videos ein Bier aufmacht und dann über die halbe Stunde, Stunde, die seine Videos auch meistens gehen, dann mal so ein oder zwei Schlucke davon trinkt. Klar muss man sagen, Alkohol generell bei der jungen Generation eine Sache, wo man vorsichtig sein sollte. Klar. Ja, noch schlimmer eigentlich mit dem Rauchen, muss man immer vorwarnen. Allerdings ist Rainer Schauder kein Beispiel für den unkontrollierten Umgang mit Alkohol. Ne, das, was da also bei ihm zu sehen ist, dass er am Anfang der Aufnahme für ein einstündiges Video die Flasche aufmacht und dann während des Videos zwei, drei Schlucke daraus trinkt. Ja, denke ich mal, ist eindeutig doch verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol, nämlich ihn in Maßen zu genießen. Ja. Wer sich dadurch animiert voll fühlt, sich am Wochenende die Birne zuzuschießen, bei dem stimmt sowieso irgendwas anderes nicht, sagen wir es mal so rum. Ja, also von daher, den Punkt sehe ich da nicht so negativ. Aber es ist ein Punkt, den man ansprechen kann, an dem man sich reiben kann, ganz klar. Na? Und dann, sie geschrieben, Rage beleidigt in LAN-Gruppen und löscht die Videos. Erschien teilweise etwas abogeil. Das war, denke ich mal, die Phase, wo er unheimlich mit dem plötzlichen Erfolg seines YouTube-Kanals wirklich zu kämpfen hatte. Er geht auch auf diese schwierige Phase wirklich ausführlich ein. Die Zeit, wo er eben zum Beispiel das Rainer Schauder antwortet gemacht hat, diese Videoreihe, wo er sich wirklich teilweise aufgeregt hat über die blöden Fragen und Kommentare, die da teilweise gekommen sind. Klassisches YouTube-Phänomen, dass die Leute einfach zu blöd sind, Beschreibungen zu lesen, irgendwo anders mal nachzugucken und sich schlau zu machen. Und dann, oder auch die anderen Kommentare einfach zu lesen, dass halt dieselben Themen immer wieder angesprochen werden. Wie machst du deine Videos? Dabei hat er auf seinem Kanal sogar direkt mit dem Link das Video verlinkt, wo er genau beschreibt, wie er seine Videos macht, etc. pp. Also da kann ich ihn vollkommen nachvollziehen, dass er da, dass man da einfach einen dicken Hals kriegt. Und finde es ehrlich gesagt auch gut, wie er damit umgegangen ist, dass er nämlich seinen Zorn, sein Ungehaltensein darüber, seine Verärgerung darüber, über die Faulheit und Blödheit der Leute, dass er die mitgeteilt hat. Weil, wie sollten sie es sonst merken? Auch wenn er damit mit Sicherheit nichts erreicht, die Leute werden nicht schlauer. Ja, aber man braucht es einfach als Ventil und wenn es keiner sagt, dass das bescheuert ist, wenn man nicht selber sich irgendwo schlau macht, man kriegt es ja selber nicht mit. Ja, und es war eben halt auch für ihn unheimlich schwierig, die Zeit, wo er mit dieser plötzlichen Popularität zurechtkommen musste und da eben verschiedene Wege gesucht hat. Und dieses Rainer Schauder Antwort ist eben ein Versuch von ihm, damit irgendwie umzugehen, das irgendwie zu handeln. Ja, ich freue mich, dass er da doch so glatt durchgefunden hat und wieder zu seinem Stil zurückgekommen ist, zu dem, was ihn also ausmacht und was seine Stärke ist und sich da auch erfreulicherweise richtig gut weiterentwickelt. Ja,
mit seinem Kanaldesign, mit seinem Videodesign und seinem Stil, da macht er richtig gut weiter. Und ich finde, da ist er auch richtig gut unterwegs. Ja. Aber auch gut, dass du es hier angesprochen hast. Kann man sich einfach auch mal drüber austauschen, unterhalten und haben dann auch alle was davon, wenn man sich eben darüber unterspricht. Also hier jetzt Kritik, Meinung vollkommen okay. Na, und deswegen auch einfach mal einen Daumen hoch dafür. Spielerisch inhaltlich gut, richtig. Das ist nämlich seine Stärke. Menschlich YouTuber-Sicht, naja. Denke ich mal, kommt halt auch aus der Zeit, wo er mit dem Erfolg zu kämpfen hatte. Er sagt ja auch teilweise, er sagt ja auch selber im Rainer Schauder Spiel 100, dass es eine Zeit gab, wo ihm dieser Erfolg wirklich zu Kopf gestiegen ist und wo ihn seine ja, YouTube-Partner, also seine Kompagnons, hier die sind zum Beispiel Frau Zimi, die ihn da schon seit langer Zeit auf YouTube begleitet haben, da ihn auch erstmal wieder runterholen mussten. Ja. Von daher auch wichtig, dass du es angesprochen hast, gibt mir einfach nochmal die Möglichkeit, da einzuhaken. Ja, wenn ihr euch da schlau machen wollt, schaut euch einfach mal die Rainer Schauder antwortet Videos an. Da kriegt er wirklich mit, wie er da kämpft und schaut halt auch genauer hin, was er da sagt und wie er sich äußert und wozu er sich da äußert. Man merkt ihm da wirklich an, dass er da wirklich am Kämpfen ist und was ausprobiert und sich da auch erstmal überhaupt zurechtfinden muss. Und schaut einfach mal auch in die Kommentare und Fragen rein zu den Videos. Dann könnt ihr da sicher nachvollziehen, warum man da so einen dicken Hals bekommt. Ja. Ja, aber wieder zu dir. Danke, tolles Video. Danke, beeindruckend, was du an Dekos-Bauvarianten hast. Ja, ne, gern geschehen, zeige ich auch immer wieder gerne. Lasst euch davon ruhig inspirieren. Ansonsten auch wieder mal der Verweis auf die Folge, wo ich Wurzeln der Kreativität angesprochen habe. Ne? MOLP Player 01. Na, gutes Video, danke. Mach weiter so einfach top, danke. Der Mod, dass ich Türen und Minecarts decken kann. Es ist erstaunlich, was den Leuten alles auffällt und wozu sie dann was schreiben. Immer wieder ein Thema. Ich hatte eine Zeit lang mal den Mod More Stackables drin. Das war noch vor dem Update, wo man Hunger bekam. Da war es nämlich so, dass man Nahrungsmittel nicht stacken konnte. Also 4 Koteletts brauchtest du 4 Slots. Ja, und da hat More Stackables Abhilfe geschafft, dass man einfach mehr Nahrungsmittel mitnehmen konnte. Man konnte allerdings die gesteckten Nahrungsmittel nicht essen, sondern musste ein einzelnes Kotelett in einen Slot packen und konnte das dann essen. War eine sehr schöne Sache. Da konnte man halt auch Minecarts und Boote und Türen und so weiter stacken. Und die 64er Stacks stammen aber eben aus den Mitbauaktionen. Ja. War das Thema auch mal wieder abgehakt. Zulangs hat sich dann hier nochmal gemeldet. Sehr schönes Video wieder, falls es in meinem anderen Kommentar zu Rainer Schauder untergegangen ist. Ist es nicht. Jedenfalls nicht jetzt hier im Gute Zeilen, Schlechte Zeilen. Toller Baustil und deine Ideen beeindrucken ungemein. Danke. Weiter. Victor meldet sich hier, der ja in letzter Zeit immer die Let's Answers macht. Ja, hat da mal einen Textkommentar geschrieben. Sehr nette Folge, Gebäude, die uns gezeigt, das gefallen mir sehr. Gern geschehen. Auch das von uns von den vorgeschlagenen Mods. Genau. Die Sache mit dem Mod Custom Recipes. Also, wo ich mir selber meine Rezepte machen kann. Ein paar habe ich ja schon gezeigt. Die Idee zu dem Mod, die habe ich von ihm. Den Mod hat er mir vorgeschlagen. Schaut einfach mal auf seinem Kanal nach dem Let's Answer 002 oder 003. Da findet ihr den Mod beschrieben und findet auch einen Download-Link zu dem Mod. Damit dann hoffentlich die Fragen in der Richtung auch mal ein Ende haben. Aber da werden wir noch öfter drauf stoßen. Themen während der Bausession waren der Hammer. Danke dafür. Und Rainer Schauder, wirklich eine Empfehlung wert. Steht ja bei mir auch in den Empfehlungen drin. Schon lange.
Videoantwort, genau. Ja, das Rezept aus einem Sapling 4 Sticks zu machen, bringt meiner Meinung nach nichts, denn Holz habe ich immer dabei. Ich habe also selten Mangel an Sticks. Und mit den Saplings habe ich halt einen besseren Weg gefunden. Saplings mit Knochenmehl gibt mir 3 Blöcke Holz. Weil mit einem Sapling und Knochenmehl könnte ich halt den Baum pflanzen, Knochenmehl drauf, zack, ist er gedüngt, und wenn ich den dann abbaue, kriege ich aus einem Baum 4 bis 6 Blöcke mindestens Holz raus. Und so, na, komme ich halt gleich an Holz und kann mir daraus Sticks machen. Von daher, ja, Mr. Epeko, herrlich und schmunzel immer noch bei das Ding mit der 3. Ja, als Modern Warfare 3 und Battlefield 3. So langsam habe ich es, glaube ich, drauf. rauskam, konnte ich die beiden wirklich nicht auseinanderhalten. Habe ich auch heute, glaube ich, noch Probleme. Wenn ich mir ein Gameplay angucke und dann sagen soll, ist das jetzt. Ihr seht, ihr merkt es schon. Und dann sagen soll, ist das Modern Warfare oder ist das Battlefield? Keine Ahnung. Deswegen wird dieses Wortspiel, das Ding, die Dinger von EA mit der 3 im Titel immer noch bleiben. Ja. Und Hongs for Amiga haben wir wieder einen schönen langen Kommentar hier. Fangen wir einfach mal oben an. Misa's Texture Pack. Weiß ich nicht, ob es da einen Remix davon gibt mit Animationen. Ich habe selber bisher auch nur Texture Packs verwendet. Kann dir also da leider nicht weiterhelfen. Diese Fähnchen nennt man Serifen. Ja, wenn ihr euch eure Windows-Zeichensätze mal anguckt oder Schriftarten anguckt, die Schriftart Arial, das ist eine Schrift ohne Serifen, ohne diese Fähnchen. Und die Schriftart Times New Roman, das ist eine Schriftart mit Serifen. Ja. Das dafür, oder wie gesagt, hier Helvetica zum Beispiel. Auch nochmal ein Beispiel. Ja, der NASA richtig übersichtlich und wohnlich. Wie gesagt, ich habe da einfach nur die Höhle ausgebaut. Da bot es sich halt mal an, das zu machen. Mit dem Bibliotheksraum, ursprüngliche Behelfssäge. Die werden, denke ich mal, noch da bleiben, weil ich darüber einen schönen Zugang zu der NASA-Festung halt habe. Auch von Neptuns Tank aus. Und der Weg von Eudong zum Pilzhausportal, ob ich den noch mit Gittern sichern muss, weiß ich eigentlich nicht, aber glaube ich weniger. Ganz zu machen möchte ich mir die Wege da im NASA eigentlich nicht. Die sind ja alle inzwischen recht kurz. Und wenn ich da wirklich mal Bedarf habe, baue ich mir halt irgendwo noch eine kleine Deckungsmöglichkeit hin. Das ist alles nicht so das Thema. Außerdem habe ich ja meistens Pfeil und Bogen dabei, sodass ich mich da auch durchaus zur Wehr setzen kann. Ja, Sicherheit und so. Nein, die Festung an Neptuns Tank werde ich nicht einrichten. Das bleibt einfach nur so ein Stützpunkt. Ich habe da drüber Neptuns Tank eine ganze Stadt, in der ich pennen kann und die eingerichtet ist. No. Ja, aber ein wichtiges Thema, was er hier noch anspricht, ist die Beschilderung in den Minecart-Stationen. Dass halt überall auch steht, wohin es dann geht. Das habe ich noch nicht überall drin. Nicht nur am Bahnhof in Neptunstank, sondern auch noch an anderen Stellen müssen da Schilder hin. Dann spätestens für die nächste Mitbauaktion, für den nächsten Download, dass ihr euch da zurechtfindet. Entschuldigt, es ist 5:30 Uhr morgens und ich bin seit Mitternacht hier am Aufnehmen. Also der Gähner sei mir da bitte verziehen. An der Bude im unbekannten Teil hat sich auch noch nichts getan. Ja, kommt auch noch. Minecart-Strecke dorthin wird es erst geben, wenn ich mir darüber im Klaren bin, wie ich dort am Neubau die Minecart-Station baue. Ja. Und da habe ich noch nicht so eine richtige Idee. No? Aber dafür mit den Schildern der Tipp, danke. Mützelblecke, richtig, kriegt man auch, wenn man eine Schaufel mit Silk-Touch-Verzauberung hat und in einem Pilzbiom Erde schaufelt. Ja, dann kriegt man auch diese Pilzblöcke. Ich habe hier halt mein Rezept mit dem Custom Recipes mir selber gemacht. Dann das kleine Türmchen.
richtig cool geworden. Ja, der auf kleine Turm da auf dieser einen Bastion. Holzkonstruktion abbrennen, muss man mal gucken, ob das wirklich so passiert. Mal schauen. Und ja, die Bootsanlegeplätze, die Bootsangaragen. Bot sich halt einfach an, das so zu machen. Mal sehen, wie ich da weiterkomme, dass ich noch weiter um die Bucht herumbaue, was mir da noch einfällt. Schauen wir mal. Und ja, Heiner Schauder ist einfach ein interessanter, nicht nur ein interessantes Thema, sondern auch interessanter Kanal. Freue ich mich, dass du den auch schon kennst und schaust. Ja, Höhepunkt der Folge im Audiokommentar war sicherlich die Sache Dutchman macht einen auf Rainer Schauder. Mal sehen, ob ich das nochmal so zusammenfasse und aufbereite, dass ich das eventuell bei Rainer Schauder oder ihm mal schicken kann, vorstellen kann, dass er es vielleicht als Rainer Schauder spielt, Minecraft, tatsächlich auch seinen Zuschauern mal anbieten kann. Schauen wir mal, was da noch draus wird. Das wäre natürlich Ostern und Weihnachten zusammen, richtig. Wäre eine richtig geile Aktion. Und ja, leider in dieser Folge einfach mal das Ende. Ein bisschen hart. Ist nicht Standard und wird also auch nicht zur Regel. Ne? So, dann können wir hier weitermachen mit Sinjin 2011. Schönes Video, obwohl er Zeitraffer nicht so mag. Das geht auf die Augen, ja. Deswegen auch nur doppelte Beschleunigung und nicht dreifache. Ich hatte es ja mal probiert, zweieinhalbfache, dreifache Beschleunigung bei den ersten Tunnelbauten. Aber dreifach ist wirklich zu schnell. Doppelt geht gerade noch so. Aber bei den Bausessions liegt, glaube ich, auch das Schwergewicht eher auf dem Audiokommentar. Also die sind wirklich schon darauf angelegt, dass man die sich wirklich anhört, statt anzuschauen. Zuschauen ist dann wirklich nur was für die Hardcore-Fans, die dann auch wirklich sehen wollen, wie ich den Günther von Leuchtturm da weiter ausbaue. Ich nutze es einfach als Gelegenheit, dass ich Folgen habe, in denen ich einfach nachkommentieren kann, also frei einen Kommentar sprechen kann oder auch andere Sachen machen kann, wie zum Beispiel eben was vorlesen. Da habe ich auch schon wieder was im Auge als nächste Geschichte für die nächste Bausession oder für das nächste Video von der Bausession. No. Let's change. Entschuldigung, habe ich inzwischen weitergemacht. Na, das mit dem NPC-Dorf, da wird noch so einiges passieren. Skelenimal schlägt hier ein Rezept vor, dass ich mir halt nicht nur Spawner-Eggs mache für NPCs, sondern auch für die jeweiligen Monster. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ist eine Sache, die mich nicht reizt, auch so ein Monster-Zoo oder sowas. Ich habe eigentlich genug von den Monstern, die da auf natürliche Weise spawnen. Ich brauche da nicht noch mehr. Warum? Aber vielleicht für andere als Anregung, ja, das Rezept hier zu machen und einzusetzen, gerne. Ja. Dann Pixelbaumeister meldet sich hier. Tolle Folge, finde das aus bei 23 Minuten, sowas von klasse. Das ist, glaube ich, der Neubau. Das KOP Texture Pack werde ich wahrscheinlich nicht wieder benutzen. Das war ein richtig schönes Texture Pack, da stimme ich dir zu. Aber ich habe es ja relativ lange benutzt und ja, werde unter Umständen in näherer oder fernerer Zukunft dann auch wieder wechseln. Hier von Maupis Texture Pack. Entweder zu meinem eigenen vielleicht. Hatte ich ja erwähnt, dass ich das eventuell doch mache. Mal schauen. Oder wieder zu einem neuen anderen. Klar, das KOP hat natürlich gut zu meiner Welt gepasst, weil ich viel in meiner Welt mit diesem Texture Pack gebaut und entdeckt habe. Ja. Aber es wird so nicht nochmal kommen. Ja. Okay, damit sind wir soweit durch bis zur Folge 249. Folge 250, die Mitbauaktion. Die kriegt ihr eigenes, gute Zeilen, schlechte Zeilen. Da werde ich dann auch auf die Videoantworten zur Mitbauaktion
eingehen, soweit sie da schon hochgeladen und eingetroffen sind. Ja. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.